Er war eigentlich der beste Wintertransfer der Bundesliga. Wir starten mit Platz 4 und das ist für mich Sascha Bowie. Ein athletischer Rechtsverteidiger, der kaum Schwächen mit und gegen den Ball hat. Für mich nur Platz 4, weil mit Masraoui die RV-Position besetzt ist und er mir mit 30 Millionen etwas zu teuer ist. Auf Platz 3 habe ich die Mainzer Kombi aus Amiri und Ngangkamp. Die bringen eine Qualität in Kader, die Mainz den Ligaverbleib sichern kann. Platz 2 belegt für mich Ian Marzen. Der Typ bringt alles mit, was dem BVB in der Hinrunde gefehlt hat. Tempo, Zweikampfstärke und vor allem Qualität im Aufbauspiel. Mein Favorit kommt allerdings mit 11 Scorern in 16 Spielen aus Liga 2. Florent Muslia wechselt für nur 1 Million Euro fest zum SC Freiburg. Krasser Transfer. Was meint ihr?